besser werden und mehr machen, ist nie ein Widerspruch mit der Klasse. Und darum ist für mich so wichtig, dass man den Hauptteil aus der Klasse nimmt und dann ein Extended-Programm rundherum baut. Ich bin seit etwa einem halben Jahr so ein bisschen umstudieren, umüberlegen, weil ich mir immer wieder überlegt oder immer wieder gedacht habe, hey, es gibt zwar so viele Programme schon dort draussen, also es gibt Online-Programme oder einfach generell die ganzen CrossFit-Programme, die man kaufen kann und dann für sich trainieren. Die sind in meinen Augen alle gut, haben alle absolut ihre Berechtigung. Aber für mich hat es immer so einen Störfaktor gegeben. Das ist also der grösste Störfaktor und das war immer, 90% von euch sind irgendwo Bestandteil von einer Box. Trainieren irgendwo in einer Box, sind dort in dieser Community drin. Und wenn ihr euch jetzt entschieden habt, hey, ich will ein bisschen mehr machen, ich will ein Programm machen, das nicht nur die 1-Stunde Klasse pro Tag beinhaltet, sondern etwas mehr machen, dann hat man sich für irgendetwas entscheiden müssen. Hat irgendein Programm gemacht oder hat sich halt selber etwas zusammengestifelt, was auch okay ist. Aber sobald ich den Schritt gegangen bin und gesagt habe, jetzt mache ich ein Programm, dann habe ich meine Montag bis Freitag, Montag bis Samstag, whatever, habe meine 5-6 Tage, die ich trainieren will, die vorgegeben sind. Das grösste Problem, das jetzt entsteht, ist, wie kombiniere ich das mit der Box, die ich trainiere? Option 1, okay, ich trainiere einfach nur noch für mich, gehe ins Open Gym und ziehe mein Programm durch. Ich denke, das ist vor allem für alles, was so ein bisschen sehr, sehr ambitionierte Leute ist, die halt wirklich hohe Ziele haben, auch wahrscheinlich das Beste. Dann optimalerweise sogar mit einem personalifizierten Programm. Aber ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir gerade raus schauen, in unsere CrossFit-Welt schauen, 95% von uns sind zwar vielleicht ambitioniert, aber nicht ganz top of the pop. Und für die sehe ich so den Punkt, hey, es fehlt ein Programm, das irgendwo das Ganze zusammenbringt. Ein Programm, wo man sagen kann, hey, ich mache mehr als nur die Klasse, aber ich kann trotzdem auch noch eine Klasse machen. So ist bei mir der Gedanke entstanden vom LPCF, das Power CrossFit Extended Programm, mit der Idee, ich baue eine erweiterte Geschichte, ein erweitertes Programm um unsere Klasse rundherum. Das heisst, das Ziel ist, wenn jemand bei mir in der Klasse ist, bei uns in der Klasse ist und sagt, hey, look, ich trainiere jetzt meine 4, 5, 6 Mal in der Woche in der Klasse, sehe ich, mache gute Fortschritte, aber ich will mehr. Ich will vielleicht auf Wettkämpfe trainieren, ich will etwas mehr machen, ich will den nächsten Schritt gehen. Wenn der sich jetzt für ein Programm entscheidet, hat er nachher mega den Konflikt. Ja, okay, mache ich am Montag mein Programm, Klasse, ich kann nicht mehr in die Klasse, weil das passt halt nicht. Weil absolut verständlich, dass wenn irgendeiner aus den Staaten oder aus Deutschland oder auch aus der Schweiz irgendjemand ein Programm schreibt, der kann nicht auf mein Programm, das ich in der Klasse habe, Rücksicht nehmen. Das funktioniert nicht, weil er kennt es nicht. Dementsprechend macht es für alle, also ist es sehr, sehr ganzheitlich in sich, aber passt halt nicht mit einem anderen Programm überein. Und so habe ich mir gesagt, hey, ich will für die Leute, die bei mir sind, in erster Linie mal sagen, hey, look, wenn du etwas machen willst, zusätzlich gibt es das Extended-Programm. Der Kern des Ganzen ist immer unser klassisches, aktuelles Klassenprogramm. Und die Extended-Variante baut sich rundum auf. Die zweite Option, wenn jemand halt einfach sagt, hey, ja, ich suche ein Programm, ich will irgendetwas machen, trainiert bei uns im Open Gym oder auch sonst in einem Open Gym. Das Programm kann man auch individuell machen, also respektive, es muss nicht bei uns stattfinden. Jetzt, was ist der grosse Vorteil von dem Programm, wie ich es finde? Ich finde, der Hauptvorteil, wie gesagt, der, der bei uns, im Limitless Power Cross, in der Klasse trainiert, wenn der mehr will machen, kommt er ein Programm über, wo ihm die Möglichkeit gibt, mehr zu machen. Das ist mal der eine Punkt. Es gibt ihm aber die Möglichkeit, ganz normal weiterhin in der Klasse zu trainieren, was ja für viele auch ein riesen Teil von CrossFit ist, weil man hat die Community, man wird pusht von der Gruppe.
Man wird gecoacht. Das darf nicht vergessen werden. Ich sehe immer wieder viele Leute, die ein Programm machen, das zwar ein super Programm ist, von irgendjemandem geschrieben wird, und dann aber das Problem entsteht, hey, du hast kein Coaching mehr. Weil du machst das irgendwo in einem Open Gym oder in einem Home Gym, trainierst für dich. Und ich denke, die Gefahr ist vor allem oftmals bei den kleinen Fehlern. Nicht einmal in den Übungen, wo man weiss, dort muss ich mega auf die Technik schauen. Dort passiert das eigentlich nicht. Aber gerade bei Kleinigkeiten, ich sage bei einer einfachen Übung, wie einem Dumbbell Snatch zum Beispiel. Wer von euch macht, wenn er für sich allein trainiert, einen Technikteil für einen Dumbbell Snatch? Wirst du kennen. Wenn ihr aber in einer Klasse sind, wo ihr ein Workout habt, wo Dumbbell Snatches drin sind, gibt es womöglich einen technischen Aufbau auf die Übung. Und so habt ihr halt immer noch die Möglichkeit, Klassen zu kombinieren mit dem effektiven Programm, das ihr möchtet. Das heisst, man kann sich den Vorteil herausnehmen und macht den Kernteil des Tages, vom Tagesprogramm in einer Klasse. Wird betreut, wird gecoacht, wird motiviert und ist in der Gruppe. Plus, alles, was rundum gebaut ist, mache ich irgendwo im Open Gym oder in einem Home Gym oder weiss nicht was. So habe ich beide Möglichkeiten. Ich habe ein grosses Volumen, plus minus, sage jetzt mal, 90 Minuten bis 2 Stunden. Ja, gewisse von euch denken sich jetzt, was 90 Minuten bis 2 Stunden grosses Volumen. Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die wirklich oben raus wollen, die brauchen vielleicht mehr. Aber ich behaupte jetzt mal, der CrossFit-Athlet, der auf einem guten Level fahren will, ist wahrscheinlich bei 90 Minuten bis 2 Stunden voll okay. Der, der noch 100% arbeitet nebenan, der, der nicht jeden Tag 4-5 Stunden Zeit hat, um trainieren, sondern einfach viel will machen, in einem effizienten Zeitrahmen. Der zweite, Leute, die ich jetzt ansprechen möchte, die aktuell vielleicht gar nicht in einer Klasse trainieren, sondern nur für sich in einem Open Gym oder in einem Home Gym trainieren. Die bei uns trainieren, haben den Vorteil, wenn die das jetzt machen würden, wenn die so ein Extended-Programm starten würden, die können sich einfach zusätzlich neue Klasse schreiben und sie können sich diesen Teil rausnehmen. Grosser Vorteil ist, wie gesagt, wieder, man kommt ein Coaching über. Man kann sich ja aussuchen. Hey, heute haben wir Snatches im Teil. Ah, bei einem Snatch. Ich kann zwar schon snatchen, aber ich würde gerne mal wieder gecoacht werden. Und so hat man 1:1 kein Problem. Ich kann mein ganzes Programm fahren. Ich kann in die Klasse gehen, aber ohne, dass ich mir selber im Programm irgendeinen Strich durch die Rechnung mache. Weil sonst musste man immer so ein bisschen entscheiden. Ja, okay, ich würde mal gerne wieder in die Klasse, um mich coachen. Ja, an welchem Tag mache ich denn das jetzt, dass ich mein Programm, das ich mache, nicht zu fest beeinflusse? Und so habe ich versucht, eigentlich alle Vorteile zusammenzubringen. Wenn jemand aus der Klasse kommt und mehr machen will, können wir ihm so eine Option bieten, mehr zu machen, ohne die Klasse aufzugeben oder irgendwann einen Kompromiss einzugehen. Jemand, der aktuell keine Klasse macht, der das Programm fahren will, hat die Möglichkeit, zusätzlich sich aus einer Klasse Coaching rauszuholen, um halt technisch einfach besser zu werden und vielleicht Fehler, die sich eingeschlichen haben über die Zeit, die man selbstständig trainiert hat, wieder auszumerzen. Und nehmen wir jetzt jemanden, der gar nicht bei uns trainiert, sei es trainiert irgendwo in einem Home Gym oder in einer anderen Box oder was auch immer und einfach in einem Open Gym trainiert, hat die Möglichkeit, ein Extended Programm zu machen, ein LPC Extended Programm, und kann sagen, hey, weißt du was? Wenn ich in dieser Box mal ein Drop-In mache, spricht sich das absolut nicht dagegen, gegen mein Programm. Weil das Programm, das ich fahre, wird dort auch in der Klasse gefahren. Und so hat das ganze Konstrukt irgendwo so ein bisschen Form angenommen. Ich bin das jetzt seit etwa 3 Monaten am Testen mit ein paar Testprobanden. Ich würde sagen, funktioniert gut. Muss ich sagen. Aber nein, funktioniert wirklich gut. Und jetzt ist das Ziel, das Ganze halt irgendwo auch euch rauszugeben, um das können einkaufen, um das können testen, um das können machen, probieren, wie auch immer. Für die, die ein bisschen wissen wollen, wie baut sich das Ganze auf? Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt plus minus 90 Minuten bis 2 Stunden Programm pro Tag. Aufgebaut ist meine Woche so, es sind 4 komplette Trainingstage, 2 Rest-Days und 1 Trainingstag
den ich mehr oder weniger frei lasse. Frei im Sinn von, das ist etwas, was mich immer gestört hat, wenn ich ein Programm gemacht habe oder irgendwie, wenn ich die Programme sehe. Jeder von euch hat andere Schwächen. Meine grosse Schwäche, Handstand Push-Ups. Das Beispiel, strict die Handstand Push-Ups. Jetzt habe ich ein Programm, wo ich 5 bis 6 Tage Programm habe. Und irgendwo möchte ich ja noch an meinen Schwächen arbeiten. Das ist übrigens so ein Slogan im CrossFit, work your weakness. Nicht das, was ich gut kann, sondern das, was ich schlecht bin. Dort muss ich daran arbeiten. Jetzt, ja okay, wo opfere ich, oder was mache ich denn jetzt? Wo arbeite ich an meinen Schwächen? Nehme ich meinen Rest-Day und arbeite dort an meinen Schwächen? Oder streiche ich einfach einen Tag vom Programm streichen und arbeite dort an meinen Schwächen? Oder hänge ich es hinten an ein Programm an und arbeite an meinen Schwächen? Egal, was für eine Option das ich nehme. Irgendwie widerspreche ich ja immer wieder meinem Programm. Weil irgendeiner, der das Programm geschrieben hat, hat sich ja Gedanken darüber gemacht, um zu sagen, hey, schau, das machst du an diesem Tag, das machst du dann, das machst du dann, das machst du dann. Und wenn jetzt einfach ich mich entscheide, okay, wenn ich das nicht mache, dann mache ich dafür einfach das, dann einerseits habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht das Programm offiziell so mache, wie es eigentlich geschrieben worden ist. Und andererseits, ja, hat es dann auch noch den Effekt, den es haben sollte, wenn ich nicht das Programm so mache, wie es ist. Weil vielleicht haben wir irgendwo eine progressive Planung drin. Ein Kraftteil, der immer aufbauend ist. Und wenn ich irgendwo mal etwas weglasse, dann fehlt mir vielleicht irgendetwas. Und so ist für mich eigentlich die Idee entstanden, weißt du was? Für mich ist ein Tag ist immer, das ist euer eigener. Fokus, arbeiten auf euren Schwächen, ohne schlechtes Gewissen, dass man irgendwie das Programm vernachlässigt, mal in ein Teamworkout zu gehen, in eurer Box. Weil all diese Aspekte, sei es an seinen eigenen Schwächen arbeiten, mit speziellen Accessory-Geschichten oder halt in einem Teamworkout reinziehen, mal im Team wieder zu arbeiten, zusätzlich sich ein bisschen pushen zu lassen, auch das bringt Erfolg und das hilft euch nachher weiter. Ein weiterer Vorteil, der dann halt vor allem für die Leute ist, die bei uns trainieren, der das Programm schreibt, der sitzt da. Also wenn ihr mal irgendwo ein Verständnisproblem habt, wenn man das Programm liest, dann könnt ihr einfach schnell um eine Ecke oder fragen. Oder im besten Fall sind ihr bei mir in der Klasse und könnt mich fragen, wieso das so geschrieben ist oder was es genau ist. Es ist nicht so, dass ich weit weg bin. Es ist nöch. Hauptfokus, Hauptzielgruppe ist klar. Denke mal Leute, die bei uns trainieren, die mehr machen wollen. Aber jeder von euch da draussen, der nicht bei uns trainiert, hat die Möglichkeit, das Programm so zu machen, mal auszutesten und dementsprechend ja, etwas zu machen, wo ich denke, so weit einzigartig ist und wenn ihr mal bei uns ein Drop-in machen wollt, euch nicht gegen euer Programm spricht. Was passiert noch weiter mit dieser ganzen Geschichte, mit dem Programm? Bei uns ist es so eine Aufteilung. Wir haben unsere Klasse, wir haben unser Open Gym und das passiert alles so ein bisschen nebendran oder nebeneinander. Riesen Vorteil, je mehr Leute das Programm machen, desto grösser ist die Community. Das Ganze hat auch ein bisschen mit Ziel sich, hat das Ziel mit sich das Ziel, dass man Klassen und das Open Gym näher zusammenbringt. Weil, wieso soll nicht der, der im Open Gym trainiert, das Gleiche machen wie der in der Klasse? Weil das funktioniert ja. Klar, wenn er etwas mehr machen will, weil er schnellere Fortschritte machen will, weil er weiterkommen will, weil er ein besserer Athlet werden will, dann muss er mehr machen. Aber besser werden und mehr machen ist nie ein Widerspruch mit der Klasse. Und darum ist für mich so wichtig, dass man den Hauptteil aus der Klasse nimmt und dann ein Extended-Programm rundherum baut. Mit Accessory-Geschichten, mit zusätzlichem Conditioning-Training, mit zusätzlichem Kraft- oder Weightlifting-Training, um so ein komplettes Programm zu generieren. Die Möglichkeit bleibt jedem offen. Es ist niemand gezwungen, das Programm so zu machen, dass er einen Teil in der Klasse macht und einen Teil im Open Gym macht. Aber man hat immer die Möglichkeit. Und was gibt es Besseres, als ein Programm zu haben? Und wenn ich irgendwo das Gefühl habe, oh shit, dort sollte ich mal wieder ein Coaching haben. Einfach können sagen, ah geil, mein Programm mache ich dann die Türen nebendran während der Klasse. Ich gehe in die Klasse, werde gecoacht, wie gesagt, habe die Community rund um mich herum und kann so mich nicht nur besser machen, weil ich ein Extended-Programm fahre,
sondern besser machen, weil ich mein Extended Programm, wenn ich es nötig habe, auch coachen kann. Ohne dass ich ein personalifiziertes Programm haben muss, zu irgendjemandem in ein Personal Training muss gehen muss, sondern einfach, weil es ein komplettes Paket ist, das man so machen kann. Ja, ich würde sagen, das ist so etwas alles, was ich darüber erzählen möchte. Wenn ihr Fragen habt dazu, wir werden voraussichtlich November online gehen mit dem Programm. Wenn ihr Fragen habt dazu, kontaktiert uns per Instagram, per Mail, whatever, Leute da. Fragt. Wir werden so schnell wie möglich auf der Homepage etwas aufschalten, wo ihr euch mal registrieren könnt. Es wird sicher eine Testphase geben, wo ihr das Ganze ausprobieren könnt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt. Und ich hoffe, ich kann euch das Ganze ein bisschen schmackhaft machen und so können sagen, hey ja, es macht eigentlich noch Sinn, die ganze Geschichte. In diesem Sinne, weil es ja Sinn macht. Ciao zusammen, bis gleich.